Aktuell muss man sagen, ist es eine der größten Herausforderungen, die wir global in Deutschland, aber auch in Bayern haben. Und wir haben uns mit großer Kraft, mit einem Klimaschutzgesetz auf den Weg gemacht, wirklich das Thema anzugehen und natürlich auch jetzt mit einem 100-Maßnahmen-Paket begleitet umzusetzen. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir hier vier Säulen betrachten. Das ist einmal die Säule der Industrie, haben wir Prozessenergie und auch die Hausheizung. Wir haben die große Säule des Verkehrs, wir haben die große Säule der Energie und der Landwirtschaft. Und in den Säulen wird oft über Klimaschutz und Energiewende eigentlich nur der Stromsektor betrachtet. Und wir müssen in allen Sektoren vorankommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch mit der Industrie, mit den Hauseigentümern wirklich Schritt für Schritt vorangehen, um das Thema gemeinsam zu lösen. Für uns ist es eine der größten Herausforderungen, die wir in Bayern und damit auch in Deutschland haben für die Zukunft, das Thema Trinkwasser. Das ist eine Selbstverständlichkeit, ist aber keine Selbstverständlichkeit. Viele Teile Bayern spüren die Trockenheit und deshalb muss man im Prinzip, wir als Freistaat, diese drei Teile mit einer Strategie angehen. Wir wollen einmal bei der Wasserversorgung, Grundwasserneubildung, die Wasserversorger stärken, um unsere Brunnen zu ertüchtigen. Zweiter großer Punkt ist, Verbundleitungen aufzubauen. Denn dort, wo Mangel herrscht, müssen wir redundante Systeme, mehrfach sichere Systeme und damit mit Verbundleitungen Wasser sicherstellen können. Und der dritte Punkt ist natürlich, wir müssen bewässern. Denn in vielen Teilen der Nahrungsmittelerzeugung brauchen wir gutes Wasser und damit auch die Sicherstellung, dass das Wasser als Lebensmittel zur Verfügung steht. Die große Überschrift ist aber, Wasser als Lebensmittel in 1000 Liter ist mit 2 Euro unheimlich günstig und wir müssen uns immer vor Augen halten, dass dieses Lebensmittel wir auch kostbar ansehen und auch damit kostbar umgehen. Für uns ist der Hochwasserschutz wie die Wasserversorgung eins der großen Herausforderungen. Starkregenereignisse durch den Klimawandel nehmen zu und wir haben in Teilen Bayerns eben nicht einmal noch das 100-jährliche Hochwasser. Das heißt, der Grundschutz, der den Bürgern zusteht, der ist noch nicht realisiert und deshalb gehen wir mit Kraft dran, diesen Grundschutz zu realisieren. Wir haben eine Strategie zu sagen, Wasser in Starkregenereignissen in der Fläche zurückhalten, bei den Gewässern, kleinen Gewässern, das ist das Gewässer dritter Ordnung, und bei den Gewässern erster und zweiter Ordnung wollen wir die Menschen eben im Grundschutz mit Schutzmaßnahmen entlang des Gewässers begleiten und gleichzeitig auch Retentionsraum, neuen Retentionsraum, Deichrückverlegungen nennt man das, schaffen, um den Hochwasserschutz in Bayern sicherzustellen. Wir haben ein Begleitgesetz gemacht, um als erstes Bundesland unter 16 Bundesländern dem Thema Artenschutz und Artenvielfalt komplett neu zu begegnen. Wir haben einen Haushaltstitel mit 75 Millionen geschaffen. Wir haben 100 neue Stellen in Bayern geschaffen, sowohl bei der unteren Naturschutzbehörde wie auch in der Landwirtschaftsverwaltung, um die Menschen mitzunehmen. Sie sehen hinter mir ein wunderbares Landschaftspflegeprogramm. Das ist in Kooperation entstanden. Wir wollen diese Vielfalt an Natur, an Naturlebensraum in Kooperation mit den Menschen und auch dem Bewusstsein für diese Natur stärken, damit wir eben beim Artenschwund, dem Artenschwund begegnen und die Artenvielfalt bekommen. Für uns ist das Thema Tierwohl, Tiergesundheit ein ganz wichtiges. Tiertransporte über 60, 70 Stunden außerhalb jeglicher Tierstandards sind weder akzeptabel noch ethisch-moralisch in einer Gesellschaft vertretbar. Und deshalb waren wir ganz klar der Meinung, das muss gestoppt werden. Wir waren das erste unter 16 Ländern, das den Anstoß gegeben hat. Auch eine Bundesratsinitiative, die erfolgreich war. Und jetzt liegt der Ball in Europa, dass tatsächlich solche Transporte quer durch den europäischen Kontinent untersagt werden und dass auch wir uns alle bewusst machen, dass wir bei dem Thema Lebensmittel und bei dem Thema auch Wertschätzung des Lebensmittels auch beim Einkauf immer darauf achten sollten und diese Wertschätzung auch unseren regionalen Produzenten entgegenkommen sollte. Ein Thema, das mich seit meinen Jugendtagen, denn der Vater war Landrat, bewegt. Weideschlachtung bedeutet, dass eigentlich das Tier auf der Weide entnommen wird und damit völlig stressfrei, kein Transportweg, kein Schlachthaus, kein Geruch, kein Stress, kein Adrenalin fürs Tier. Und das bedeutet auch beim Thema Tierwohl, Fairness und damit auch für mich auch eine ethisch-moralische Frage, ist es der richtige Weg? Wir stehen aus Europa uns einige Hürden entgegen, die bohren wir Stück für Stück auf, damit wir tatsächlich wieder da zurückkommen, wo eigentlich unsere Großeltern herkommen. Ich würde sagen, das Walbela ist der Kraftort schlechthin und für viele Franken Pilgerstätte und natürlich für mich Heimat pur.
Sozialisiert wurde ich durch die Jugendarbeit. Ich habe sehr früh in der Sportjugend und in der kirchlichen Jugendarbeit begonnen und damit natürlich auch gelernt, sich einzubringen. Und das ist dann der Weg und am Ende über die Kommunalpolitik, also richtig die Politik am Ort, das echte Handwerk gelernt und dann in die Landespolitik gekommen. Die größte Freude ist für einen Architekten natürlich immer das Thema Gestalten und Planen. Und Planen und Gestalten bedeutet auch für die Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da sind Nachhaltigkeitsthemen, Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, da ist das Thema Umgang mit Wasser, da ist das Thema Energiegewinnung, das Thema Klimaschutz, das Thema Natur- und Artenschutz. Wenn man hier diesen wunderbaren Naturraum sieht, das sind die Themen, die es gilt wirklich zu gestalten. Ehrlichkeit. Vor allem eins, dass wir gesund bleiben und 70 Jahre nach Kriegsende des Zweiten Weltkriegs von einem Großvater, der mit 16 in den Krieg ziehen musste, gibt es nichts Wichtigeres für uns alle wie Frieden.